unsere Lokwerkstatt. Hier können Reparaturen an Diesel- und Elektrolokomotiven durchgeführt werden. Sehen Sie die Einfahrgruppe K. In dieser Einfahrgruppe fahren Züge vor allem aus der Republik ein. Anschließend werden diese Züge über den Ablaufberg A abgedrückt. Zu neuen Zügen zusammengestellt, die unseren Bahnhof dann wieder in verschiedenen Richtungen verlassen. Das Gebäude, welches Sie soeben auf der rechten Seite gesehen haben, ist das Stellwerk 17. Dort sitzt sowohl der Bergmeister, der die gesamten Lokomotiven und Personale am Werk steuert und koordiniert, als auch der Ablaufwärter, der die gesamten Weichen steuert. Nun sehen Sie rechts auch die angesprochene Zugbildungsgruppe A Süd, wo die Güterwagen zu neuen Zügen zusammengestellt und zusammengekuppelt werden.
Nun sehen Sie auf der rechten Seite die alte Umladehalle. Der ein oder andere kann sich bestimmt noch an den Stückgutverkehr erinnern. Damals kamen lange Schlangen aus dem gedeckten Güterwagen hier an. Das Stückgut wurde aus dem Wagen ausgeladen, auf Elektrokarren oder durch einen unterirdischen Tunnel zur Zugabfertigung gebracht, welche sich im Stadtteil Hochstädt befunden hat. Mit der Erfindung des Seekontainers wurde die Halle leider immer bedeutungsloser, bis der Stückgutverkehr ganz zusammenbrach. Die Halle ist momentan ungenutzt und fristet ein verlassenes Dasein. Während auf den Gleisen, welche Sie nun rechts sehen, früher die Wagen für die alte Umladehalle sortiert wurden, stehen heute hier Güterwagen abgestellt, die momentan für den Verkehr nicht gebraucht werden. Hier dürfen unsere Ausbilder unseren lernenden Rangierbegleitern und Lokrangierführern ihr Wissen weitergeben und üben hier mit diesen Güterwagen das praktische Rangieren. Seite werden Sie gleich noch einen Ausläufer der Ausfahrgruppe D sehen. Diese Ausfahrgruppe fahren vor allem Züge in Richtung Süden oder auch in die Schweiz aus. Hier gibt es noch alte Formsignale, eine Technik, die noch aus der Entstehungszeit des Mannheimer Rangierbahnhofes im Jahre 1905 stammt. Auch die Stellwerke gehören dazu, die Gebäude sind denkmalgeschützt. Wir werden nun hier in Kürze einen Fahrtrichtungswechsel vornehmen. Bitte steigen Sie nicht aus, wir setzen unsere Fahrt in Kürze in die andere Richtung wieder fort.
jetzt mal Platz. Ich nehme jetzt diesen Platz hier. Genau wieder vor mit dem VT. Ja, könnt ihr vorkommen, ich mache euch rein, so wie es geht, kriegt das weiter am Leben. Alles klar, ja, gut, das können wir auch mal später nochmal gucken und können wir das nochmal machen, das ist gut. Ja, alles klar, ja. Kein Problem. Alles klar, jo, okay, bis später. Mit Diesel. Schnellzug. Der S-Bahn ist das.
Der ist mit Diesel. Also den muss man tanken. Sind alle Güterzüge mit Diesel? Wer hupt denn da?
das ja auch zum Rangierbahnhof? Ist ein Rangierbahnhof, ja. Die zwei Gleise. Die andere zwei Strecke Gleis. Weil eben stand da doch 110 Geschwindigkeitsbegrenzer. Hm. Aber wenn das zum Rangierbahnhof gehört, wird doch hier niemals mit 110 gefahren. Ich fahre auf dem Gleis drüber. Also Gleis. Vorne steht ja auch 70. Ja, das ist nachher durchfahren. Ja, ich bin nach wieder ziehe ich durchfahren. So. Ich bin dann 70 fahren. Thank you.
Wir hoffen, der Exkurs hat Ihnen Spaß gemacht und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.